Hey Leute, hier ist wieder Chancers Raptor und zwar heute mit einem ziemlich coolen Glitch und zwar wie ihr das Polizeiauto getuned in eure Garage stellen könnt. Das Ganze funktioniert leider bloß im Story-Modus und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Zuerst gönnt ihr euch ein Straßenauto, tunt es vollkommen auf mit Spoiler, mit Reifen, etc. Danach gönnt ihr euch ein Polizeiauto, das Ganze macht ihr, indem ihr zu einer Polizeistation fahrt und euch einfach so ein Auto klaut oder ihr holt euer Handy raus und gebt 911 ein. Dann müsst ihr nur noch die Polizei auswählen und dann kommt auch ein Streifenwagen zu euch, den könnt ihr euch einfach gönnen. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr das Auto nur noch versenken. Ich mache das Ganze hier an den Helipads, weil es da einfach am einfachsten geht. Ihr fahrt so weit rein, bis das Auto am Arsch ist, also bis ihr kein Gas mehr geben könnt. Dann switcht ihr zu einem anderen Story-Character, spielt mit dem eine Weile lang, so circa 30 Sekunden lang, bis ihr euch halt sicher seid, okay, jetzt sind die 30 Sekunden vergangen. Dann switcht ihr zurück zu dem anderen Character, mit dem ihr das Auto versenkt habt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr schon, ihr sitzt im Polizeiwagen, das auch getuned ist, mit einem Spoiler, mit getunten Reifen. Und das war eigentlich der ganze Glitch. Ihr könnt das Auto ab sofort in eure Garage stellen und auch wieder rausholen. Also das Auto gehört jetzt euch. Aber nicht vergessen, Freunde, der ganze Glitch geht bloß im Story-Modus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ciao, Leute, und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Chance vs. Raptor.